Ho, 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 ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Adventskalender-Unboxing von mir. Mein Name ist Santa Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich mal wieder einen neuen Adventskalender für dich. Ich habe es dir schon auf Instagram gezeigt, beziehungsweise welchen es wohl geben wird. Und zwar habe ich den Parfüm Dreams Adventskalender geholt. Und wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen zu erfahren, was sich hinter den ganzen 24 Kläppchen verbirgt, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Ne? Ich habe ihn endlich. Ich habe mich irre gefreut. Ich dachte erst, es gibt gar keinen von Parfüm Dreams, weil ich glaube, Parfüm Dreams jetzt mit Douglas zusammengelegt wurde. Keine Ahnung. So schaut er aus. Und wie man hier sieht, das ist so in so einem geriffelten Design. Das ist wundervoll, ne? Und du hast hier halt so ein Rentier drauf. Dann steht hier Beauty Christmas drauf. Also das ist der Beauty Adventskalender. Genau, da sind Beauty-Produkte drin. Riesengroße Türchen, die sehr schöne Dinge vermuten lassen. Und wir starten. Ich glaube, ich lasse den hier auch einfach stehen und stelle ihn gar nicht so weit weg von mir. Oder möchtest du den lieber im Hintergrund sehen? Das weiß ich nicht. Okay, er wird gar nicht reinpassen. Der ist so riesig. Guck dir das mal an, wie groß der ist. Also der ist echt wahnsinnig groß. Halte ich den halt so fest und öffne den nach und nach. Hinten stehen tatsächlich auch die Produkte drauf, die drin sind. Das Ringlicht, das spiegelt sich hier gerade so ein bisschen in dem Kalender. Wir starten hier einfach mal mit dem Türchen, Kläppchen Nummer 1. Wow. Achso, 49,95 kostet der. Habe ich das gesagt? Weiß ich nicht. Ich habe hier das erste Produkt drin und zwar ist das Lacoste Pure Femme 100ml Body Lotion. In diesem Video wird es übrigens auch eine Verlosung geben, was du gewinnen kannst. Werde ich dir entweder im Laufe des Videos oder am Ende sagen. Wahnsinnig cool. Boah, das riecht unfassbar gut. Es riecht genauso wie das Parfüm. Sehr angenehm, sehr sportlich. Richtig klasse. Hier haben wir die große Nummer 2. Also allein schon von, ja, wie sich die Kläppchen öffnen lassen, ne? Extrem hochwertig. Le Parfumé pour le corps. Ah, ich dachte erst, es wäre das Parfüm selber, Leute. Das ist die Body Lotion dazu. Wow. Von Sadik und Voltaire. Das riecht so extrem gut. Hier haben wir das Tübchen. Boah, das riecht jetzt schon hier raus, ohne dass ich es geöffnet habe. Boah, der ganze Kalender duftet und ist gut ausgestattet. Wirklich sehr gut ausgestattet. Ich hatte letztes Jahr noch nicht den Parfüm Dreams Adventskalender und habe mir da schon gedacht, als ich die Unboxings gesehen habe, wow, und jetzt habe ich ihn hier, oh mein Gott. Und den Haarkalender habe ich übrigens auch. Boah, riecht das gut. Oh, Wahnsinn. Also man muss halt stark stark parfümierte und stark riechende Bodylotions dafür mögen. Mega geil. Übrigens, ein Teil von den Produkten wird ja verlost. Ein Teil davon behalte ich selber und ein Teil geht in Adventskalender, die ich selber erstelle. Die Videos dazu, wie ich Adventskalender erstelle, werden gedreht, sobald ich die Adventskalender erstelle. Da wurde nämlich auch schon nachgefragt. Und ja, da habe ich schon ein paar Ladies, denen ich gerne einen Adventskalender machen möchte. Das ist eine liebe Instagram-Bekanntschaft. Das ist einmal die liebe Jana, White Swan Beauty, die bekommt einen Adventskalender von mir. Meine Kollegin bekommt auch einen Adventskalender von mir, auch wenn sie es noch nicht weiß. Ja, ne, mein Freund auch, aber ich glaube, das werde ich hier nicht auf YouTube zeigen, wie ich den zusammenstelle. Genau, so, haben wir schon mal zwei Body Lotions. So, dann schauen wir mal, was die Nummer 3 zu bieten hat. Die ist hier unten. Oh. Und was ist das? That's Me von Helene Fischer. Ein Rollerball. Das sind 10ml. Da ist ein Parfüm drin. Und hier haben wir das Parfüm von Helene Fischer. Hier ist der Rollerball. Auch das riecht. Die riechen alle sehr, sehr ähnlich, sehr gleich und sehr, sehr geil. Wirklich, also das ist unfassbar toll. Diese Parfüms mit Rollerball, muss ich ganz ehrlich sagen, mag ich persönlich für mich nicht so gerne. Ich hatte auch schon welche in Adventskalendern drin, die ich dann auch für mich behalten habe, auch vom letzten Jahr. Und ich habe einfach gemerkt, dass ich die nicht wirklich verwende. Es ist toll, dass man die mit einem Rollerball hat und sich das dann hier auch dosiert aufgeben kann und das dann nicht so sprüht. Aber ich habe das irgendwie nicht so gut in Erinnerung gehabt und auch nicht so viel verwendet. Das heißt, ja, das wird irgendwie weiter wandern. Ich habe übrigens auch schon böse Zungen gehört, die sagten, oh, du gibst ja alles weg, was dir nicht gefällt. Naja, macht das nicht Sinn?
Ich weiß nicht, wie ich das sagen soll, aber ne, ich bezahle die Sachen ja selber. Leute, dann habe ich hier einmal die 4, hier unten. Komm raus. Komm raus. Jetzt will ich nicht rauskommen. Skin Manager von Alcina. Okay. Was ist das? Aha Effect Tonic von Alcina. Der Skin Manager bietet eine effektiv wirksame Formulierung mit Fruchtsäure. Anwendung: morgens und oder abends mit einem Wattepad über das Gesicht streichen. Okay, also das ist einfach ein Toner, ne? Nicht bei den Lippen anwenden. Aha. Ja, aha, Effect Toner. Hier haben wir die Nummer 5. Übrigens bin ich schon die ganze Zeit gespannt auf die Nummer 24, weil die so groß ist. Boah, freue ich mich schon richtig drauf. Oh, da sind 2 Barbour-Ampullen drin. Es war übrigens in der in dem Karton, in dem Versandkarton, auch eine Barbour-Ampulle als Probe mit drin. Also das habe ich auch noch nie erlebt. Das ist richtig klasse. Okay, da habe ich welches? Einmal Perfect Glow, eine Ampulle. Und das hier ist Hydra Plus, eine Ampulle. In diesen Kalendern hast du auch öfters mal Ampullen drin, weil gerne die Firmen dich auch mal dazu animieren möchten, zu sagen, hey Leute, Ampullen sind voll gut, probiert die mal aus. Und deswegen finde ich es auch total super, dass die mit in den Adventskalendern sind, dass man das mal wirklich austesten kann, ne? Weil günstig sind die nicht. Nikolaus, die Nummer 6. Ich finde, Nikolaus muss immer was Besonderes sein, genau wie die 24. Und da haben wir drin von Bella Pierre Liquid Shadow Eye Candy. Okay. Eye Candy Venus ist das. Mhm. Das ist auch wohl wieder eine Full-Size-Größe und hier nicht so eine Probe oder sowas. Das hatte ich schon mal. Von Bella Pierre, das ist halt mit so einem Lipstick-Applikator, Liquid-Lipstick-Applikator. Das kannst du dir halt auf die Augenlider drauf machen. Ich habe übrigens heute die Lidschattenpalette Disney Belle ausprobiert. Einfach nur so mal für mich. Habe mir so einen Regenbogen auf die Augen gezaubert und finde es ganz witzig. Aber es war jetzt halt nicht irgendwie ein Look. Das war einfach nur mal, ich teste die mal aus. Deswegen habe ich das nicht abgefilmt, aber ich finde es ganz witzig. Genau, das ist halt ein Liquid Eyeshadow. Ich benutze nicht so gerne Liquid Eyeshadows, muss ich zugeben. Hier haben wir die Nummer 7. Ui, ein Produkt von Sisley. Maskcreme à la Rose Noir Instant Jeunesse. Ach, was. Sisley ist echt teuer. Da sind 10 Milliliter drin. Richtig geil. 2 bis 3 Mal pro Woche soll man die auftragen. 10 bis 15 Minuten drauf lassen. Und dann einfach abwischen. Sehr cool. Masken sind doch immer toll, ne? Ja, hier haben wir die große Nummer 8. Also da brauche ich jetzt auch kein extra Öffnungswerkzeug für, ne? Oh nein. Eine Parfümprobe. Ich mag keine Parfümproben. Parfümproben sind kacke. Oh. Ja, Montal Paris Pure Gold Eau de Parfum. Sage ich nicht allzu viel zu. Ich mag diese Parfümproben in Adventskalendern einfach nicht. Ich finde, das gehört auch in einen 50-Euro Adventskalender nicht mit rein. Also, nee, der kostet ja genauso viel wie der von der anderen, ne? Flaconi. Hm. Die haben auch so viele Parfümproben gehabt. Gut, man konnte es auf der Homepage sehen. Ich habe da nicht geguckt, was da drin ist, aber hier sind scheinbar dann auch Parfümproben drin. Hier haben wir die Nummer 9. Lancôme Visionaire Yeux Eye On Correction. Oh. Das sind 3 Milliliter. Und das ist einfach ein Augenbalsam. Ja, auch das ist eigentlich eher so eine Probegröße. Aber es ist wenigstens schön in einem Mini-Tübchen. Besser so, als wenn es halt in so einer Zeitschriftenverpackungsgröße drin wäre, sage ich mal. Ne? Kommen wir zu Nummer 10, die sich hier unten befindet. Biotherm Blue Therapy Cream in Oil. Ei, okay. Da sind 10 Milliliter drin von einer nährenden, reparierenden Creme. Genau. Ja, regenerierende, nährende Anti-Age-Creme für normale bis trockene Haut täglich morgens und abends auf Gesicht und Hals auftragen. Ja. Oh, die sieht schick aus. Ne? Richtig schön in Gold.
Ui, ui, ui. Klein, aber hoffentlich fein, ist hier an der Seite die Nummer 11. Mon Guerlain Eau de Parfumer. 5 Milliliter sind da drin. Und so eine Art von Parfümprobe begrüße ich übrigens, weil das sind dann wahrscheinlich Mini-Flakons. Und Mini-Flakons gibt es sehr viele Leute, die die sammeln. Genau. Ist jetzt kein Sprayer mit dabei, was ich persönlich dann wieder schade finde. Aber es gibt richtig viele Leute, und ich wusste es gar nicht, die halt diese kleinen Miniaturen sammeln. Ich rieche mal dran. Das riecht sehr, sehr schwer und irgendwie auch ein bisschen würzig mit dabei. Ja, bin ja eher der süße Typ. Hier ist die Nummer 12. Wow, was ist das? Das ist auf jeden Fall schon mal groß. Halbzeit, groß, immer positiv, ne? Von Joico oder Joisu, weiß ich nicht. Defy Damage Protective Shampoo for Blonde. Nein, for Bond. Strengthening and Cover Longevity. Okay. Ja. Weiß ich jetzt nicht. Aber das ist, also da steht nichts auf Deutsch drauf. Das ist 50 Milliliter von Smart Release oder von Joico. Ein Shampoo, ganz einfach. Ja, einfach um die Haare zu stärken. Oh, das riecht richtig klasse. Das riecht richtig pudrig sanft. Oh, das gefällt mir. Hier oben haben wir die Nummer 13. Cool. Das hatte ich auch schon mal in der Box oder sowas mit drin. Oder hatte ich das auch in einem anderen Adventskalender mit drin? Das ist nämlich von Moroccan Oil. Moroccan Oil Behandlung für alle Haartypen. 10 Milliliter. Und ich habe gehört, und zwar bei der lieben White Swan Beauty, dass dieses marokkanische Öl sehr, sehr gut sein soll. Bin ich sehr gespannt drauf. Mit Arganöl ist das, genau. Ja, ne, hier steht zwar hinten drauf, Probe, nicht zum Verkauf, aber 10 Milliliter ist schon mal eine ordentliche Menge. In der Mitte haben wir die Nummer 14. Okay. Das ist eine richtig, richtig, richtig geile weihnachtliche Pinzette in so einer Verpackung. Auch das finde ich übrigens ziemlich nice, auch wenn es wieder Müll ist, aber ne, trotzdem. Das ist einfach eine Pinzette. Und dieses Muster da drauf sieht aus wie eine Strumpfhose, die ich habe. Die Nummer 15. Klein, hoffentlich aber wieder was Feines. Ui! Sensai. Sensai ist eine ganz teure Marke. Silk Peeling Powder. Das ist dieses hier. Da sind, 0,5 Gramm drin. Okay. Was macht so ein Peeling Powder? Also Seiden-Peeling-Puder. Das ist auch wieder mit Mandelöl und Orangenöl und Arganöl. Das ist auch sehr schön. Riecht nach nichts. Und hier hast du halt so grobes Puder, sage ich mal, drin. Das sind halt richtig so Körnchen. Ja, oh Gott, ja. Da muss man ganz vorsichtig sein mit. Und das mit Wasser dann wahrscheinlich aufschäumen und dann im Gesicht verteilen. Werde ich auf jeden Fall mal testen. Ne? Kommt jetzt ins Badezimmer. Hier haben wir die Nummer 16. Oh, das ist ein Nagellack von Edding. Lack Inspiring Ivory ist die Farbe. Das ist eine schöne Farbe. Ich weiß jetzt nicht, inwiefern er deckend ist. Ich habe jetzt leider rote Nägel drauf, da kann ich den jetzt schlecht drüber machen. Das sieht dann nicht so optimal aus. Wobei, nee, meine ich. Genau, den kannst du aber sonst auch super als Basecoat verwenden. Hier oben haben wir die Nummer 17. Und das ist ein Shampoo. Illuminating Shine Shampoo von Spa Reni Futera. Futere wahrscheinlich. Ja. So schaut es aus. Und da haben wir 50 Milliliter drin. Ist noch komplett verschlossen. Das lasse ich auch verschlossen. Illuminating Shine Shampoo. Es soll illuminisieren und das Haar zum Strahlen bringen. Sehr schön. Oh, die 18 ist ja riesig. Da ist bestimmt eine Tuchmaske oder so hinter, oder? Nein, da ist eine komplette Catrice-Palette einfach mal drin. Oh, Wahnsinn.
Oh, die ist echt groß. Ne? Das ist halt Professional Make-up Techniques. Das ist jetzt keine Palette, die man noch nie irgendwo mal drin hatte. Ich hatte die auch schon mal in Beautyboxen tatsächlich mit drin. Ich hatte die auch schon mal in Adventskalender mit drin. Und jetzt ist sie dieses Jahr im Parfüm Dreams Adventskalender. Hier hast du verschiedene Geschichten. Du hast hier Bronzertöne, du hast einen Bronzer-Topper, du hast Blush, du hast einen Creme-Highlighter, noch einen Creme-Highlighter und zwei. Nee, das ist ein Puder und das ist auch ein Highlighter-Ton, würde ich mal so sagen. Und ja, ne? Ordentlich, sowas mit in einem Adventskalender mal ebenso als Kläppchen Nummer 18 drin zu haben. Hier unten haben wir die Nummer 19. Sans Souci, sehr schön. Sensitive Kräuterbalsam Tagespflege, 15 Gramm sind hier drin. Sans Souci ist eine schöne Marke, von denen hatte ich auch schon mal Masken ausprobiert, getestet, wie auch immer. Und ja, ne? Kann man immer gut gebrauchen. Die Nummer 20. Oh, Rituals, yay! The Ritual of Sakura, das ist eine Body Cream. Ach süß, das reicht für ein Bein. Okay, Organic Rice Milk and Cherry Blossom, das ist mit Reismilch und Kirschblüte. Hier sind ganze 10 Milliliter drin, also das geht bei mir sehr, sehr schnell leer. Aber es ist schön, ne? Es ist eine ganz, ganz, ganz kleine Probegröße, aber es ist okay. Wenn man bedenkt, was halt sonst noch so mit in dem Adventskalender bislang so drin ist, dann ist es okay. Ja. 20. Hier haben wir die Nummer 21. Auch die wieder sehr, sehr groß. Ui! Ein Duschgel, und zwar das C von Giorgio Armani. Da haben wir 75 Milliliter drin. Auch das wieder sehr stark parfümiert, denn ich rieche es schon jetzt, ohne dass ich es geöffnet habe. Das hatte ich tatsächlich schon mal als Parfüm. Das fand ich super vom Duft her, aber leider habe ich da mega Kopfschmerzen von gekriegt und musste das dann leider weggeben. So, aber wir riechen nochmal dran. Das riecht so schön. Ja, das riecht richtig stark parfümiert, sehr weiblich und sehr, sehr angenehm. Aber ich weiß, dass ich davon leider Kopfschmerzen kriege. Das ist echt doof. Ich bin da sehr, sehr empfindlich. Ich bin halt auch, dass ich öfters mal Migräne und sowas bekomme. Was jetzt deutlich weniger geworden ist, seitdem ich die Pille abgesetzt habe. Also Klopf auf Holz, ne? Aber ja, leider. Gut, die Nummer... Was war das denn jetzt? 21. Die Nummer 22 von Elizabeth Arden White Tea Eau de Toilette Spray. Ui, 10 Milliliter. Das ist ja wundervoll. Holla die Waldfee. Das sieht richtig schön aus. Ui, das gefällt mir. Ja, ich sprühe das irgendwie immer in den Deckel, wenn ich sowas teste. Oh ja. Boah, riecht das schön. Oh, wirklich klasse. Ui, 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 ui. Ne? Toll. Ist halt auch wieder so pudrig und so weiblich und so geil. So, zwei haben wir noch. Oh mein Gott, der Endspurt. 23. Ha, schön. Oh Mann, das ist ja echt cool. Kneipp Pflegeöl Bad Pflegegeheimnis mit Moringaöl und Shea-Butter. Wir haben ja nur die theoretische Badewanne oben und keine, ne, richtige. Also das ist ja nur jetzt auf der Baustelle eine Badewanne, die jetzt aber demnächst ja für unsere Mieter sein wird. Und deswegen, ne, ist das jetzt nicht unbedingt ein Produkt, was ich verwenden kann, auch wenn das halt für ein, zwei Anwendungen ganz toll sein würde. Aber ich rieche trotzdem mal dran. Oh mein Gott, ja, das riecht aber nicht nach Moringa oder Shea-Butter, das riecht voll nach Mandelöl. Boah, das riecht total klasse. Richtig schönes Pflegebad, genau jetzt passend, wo ich jetzt auch gerade so ein bisschen stimmlich etwas angeschlagen bin, aufgrund von gestern Party gemacht, rumgekrölt und feiern gewesen, ohne Alkohol. Ne? Aber einfach, wenn man dann immer laut mitsingt, dann ist das so. Schönes Produkt, echt. So, jetzt haben wir die Nummer 24 und weil das so riesig ist, aber so leicht eigentlich, ich würde schon irgendwie auf eine Palette hoffen. Wir gucken mal, was wir so zu Weihnachten bekommen von Parfüm Dreams. Oh, du ahnst es nicht. Es sind einfach zwei Produkte. Ah, von Bella Pierre. Nein, wie geil bist du bitte. Komm raus. Ich will dich haben. Ist das wundervoll? Oh nein. Bella Pierre Cosmetics. Es ist einmal ein Liquid Highlighter und es ist von Bella Pierre eine Blush Palette. Was? Wundervoll.
Wundervoll, oh ja. Das sind Blushtöne und den Ton könnte ich mir tatsächlich sogar als Bronzer vorstellen. Wir swatchen das jetzt mal. Einfach mal in einem Adventskalender. Geil. Ich glaube, Bella Pierre ist aktuell in vielen Adventskalendern vertreten. Kann das so sein? Das finde ich aber nicht schlimm, finde ich gut. Ich finde die Marke sehr ansprechend. Sehr, sehr, sehr schön von der Textur her. Heftig pigmentiert. Krümelst du weggepustet und direkt ein Kabäm auf dem Arm. Also das sind mal Blushes, die man dann auch sehen wird. Das wird jetzt ein bisschen verfälscht, weil ich war ja eben schon in einem anderen Ton drin. Aber ich wollte jetzt die beiden auch noch mit swatchen. Das ist ein peachiger Ton und das ist halt der Ton, den ich wirklich als Bronzer sehen würde bei mir. Ey, Leute, das ist doch geil. Allein wegen der Palette. Ich weiß nicht, was die kostet, aber es lohnt sich doch, ne? Krass. Krass, krass, krass. Ja, und jetzt haben wir hier noch einen Golden Glow Liquid Highlighter von Bella Pierre mit drin. Den darf man natürlich auch nicht vergessen. Ich bin ja kein Fan von diesen Liquid Highlightern. Versuche mich an Stick Highlightern, aber Liquid Highlighter bin ich noch nicht so von überzeugt. Ja, ne? Der ist halt hier noch mit im Adventskalender drin. Den werde ich euch aber nicht swatchen. Welche Farbe bist du? Golden Glow. Ja, wird dann irgendwas Goldenes sein. Ne? Ich kann nur sagen, Hut ab Parfüm Dreams, das habt ihr richtig klasse gemacht. Ihr habt mich glücklich gemacht. Ihr habt so viele Leute glücklich gemacht, die sich diesen Adventskalender auch holen werden. Wahnsinn. Richtig, richtig gut gelöst. Echt. Also eine Parfümprobe ist okay. Wirklich. Finde ich vollkommen in Ordnung. Die anderen Sachen zähle ich nicht als Probe oder als Zeitschriftenprobe, würde ich das vielmehr bezeichnen, sondern Mini-Größen. Das ist okay. Das ist wirklich okay. Ich denke, dass der Wert auch extrem geil hoch sein wird. Und ich blende dir auch hier mal den Gesamtwert der ganzen Produkte ein. Wahnsinnig, wahnsinnig toll. Also da wird ein fetter Wert drin stecken. Und folgende Produkte kannst du in diesem Video gewinnen. Das ist einmal von Giorgio Armani C, dieses tolle Duschgel, was ich leider nicht haben kann. Dann das Shampoo von René Fourtera, den ich nicht aussprechen kann. Dann von Montgolin das Eau de Parfum. Diesen kleinen Sammelflakon. Dann das marokkanische Arganöl für die Haare. Und als letztes die Catrice Face Palette. Was du dafür tun musst, steht alles unten in der Infobox. Schau einfach vorbei. Und ja, wenn dir das Video gefallen hat, dann lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist zu den ganzen Unboxings meiner Adventskalender 2019. Mensch, hier unten mein neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Mensch, ich würde mich da echt drüber freuen. Ja, lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!